Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Custom Story von Amnesia The Dark Descent. Ja, es ist schon ein bisschen her, die letzte Custom Story, die ich gespielt habe. Aber gut, es geht ja mal wieder weiter. Es haben schon einige gefragt, ob es mal wieder weitergeht. Ja, das hat sich hiermit erledigt. Ich habe von vielen, also im Prinzip jetzt von Still und ich glaube Ice Dragon war es und BMW, ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. House of Creep war das oder die Custom Story der Empfehlung. Ich werde es mal ausprobieren, sie soll nicht besonders lang sein. Ja, schauen wir doch mal. Ro, ich habe dich in den schlafenden Wäldern gefunden. Dann habe ich dich in das Haus des Creeps, also des Kriechers, sagen wir mal des Grauens gebracht, um mit dir zu spielen. Gut, ich habe es natürlich mal ganz kurz gestartet, aber ich starte es nochmal von vorne. Also, ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich brauchen werde, um es eben zu beenden. Es soll, wie gesagt, recht kurz sein. Na, guck mal. Warum bin ich eben durch die Decke gefallen? Okay. Ja, wie immer, wir haben natürlich gar nichts, nicht mal eine Laterne. Das machen die wenigsten in den Custom Stories, dass sie einem eine Laterne mitgeben. Und wir durchsuchen natürlich erstmal die ganzen Schränke und Schubladen und finden nichts. Das ist doch schön. Oh, was gibt's hier? Oh, eine Note liegt da schon mal. Hä? Was ist das denn? Warum sind die Zunderbüchsen so klein, bitte? Na gut, wir nehmen sie mal mit. Oh, große Menge Öl. Das ist schön. Klitzekleine Laterne. Oh, süß. Na, wir lesen mal kurz. Willkommen! Wenn du das hier liest, bist du aufgewacht. Und der einzige Weg nach draußen ist es, dich durch das Haus des Schreckens zu arbeiten. Viel Glück oder fröhlichen Tod. Ja, das hört sich toll an. Oh yeah, da sehe ich es doch schon, die Laterne. Laterne, Laterne. Und ich habe kein Öl. Na gut, große Menge Öl. So, schauen wir doch mal. Ja, da geht's schon los. Direkt stockdunkel und hier ist es hell erleuchtet. Was ist das für eine komische Lichteinteilung? Okay. Bin immer gespannt. Oh. Da liegt da was drin. Was zu lesen. Habe ich irgendwas zum Eindeppern? Moment, muss ich mal schauen. Oh. Vernunfttrank. Und Laudanum gleich hinterher. Ne. Komm. Was ist das? Säckchen mit 10 Talern. Ich weiß, da gab es mal eine Custom Story. Da gab es auch sowas. Da konnte man Münzen aufsammeln und mit diesen Münzen konnte man dann so Schatztruhen öffnen, um dort dann eben so Items zu kaufen. War ein bisschen komisch, aber oh Gott, was ist denn mit meiner Stimme los? Moment. So, jetzt geht's wieder. Man konnte eben mit diesen Münzen Öl kaufen oder anderes Zeug. Naja, war eine gute Idee, aber nein, die kann ich gar nicht lesen. War noch nicht ganz ausgereift, aber generell so ein Adventure-Part hier reinzubringen, fand ich schon ganz lustig. Also Glasscherben. Wie Zunderbüchsen halt mal. Die haben jetzt wieder normale Größe. Das finde ich auch ein bisschen seltsam. Einmal waren sie größer und dann wieder normale Größe. So, noch mehr Zunderbüchsen. Sehr schön. Wie gesagt, ich brauche die Dinger eigentlich gar nicht. Okay, was haben wir hier? Ah! Ja. Da fliegt halt mal der Stuhl durch die Gegend. Ich benutze jetzt einfach mal ein paar mehr Zunderbüchsen. Allein schon, um sie eben zu nutzen. Weil ich sie eh nicht... Ah! Oh Gott! Wollt ihr mich verarschen? Ja, wahrscheinlich. Maschinenraumschlüssel. Hä? Wo soll es denn hier schon einen Maschinenraum geben? Oh, guckt euch mal. Ah, dieses rote Licht. Ich weiß nicht, mir geht's irgendwie so. Wenn ich, genau, so diesen Farbton, so dieses Kaminrot, würde ich fast sagen. Oder Infrarot. Wenn ich diesen Farbton sehe, dann tun mir richtig die Augen weh im Dunkeln. Am Computer. War auch bei Dark Souls so. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber. Nein, das tut mir sehr weh in den Augen. Okay, da vorne, ich gehe erstmal gucken, passt der Schlüssel hier vielleicht? Nein, kann hierfür nicht verwendet werden. Hier vielleicht? Ja, es ist ein Maschinenraumschlüssel, aber er passt wohl. Okay. Oh Gott, wie das aussieht. Schaut es euch mal im Dunkeln hier an. Oh ja, da fliegen wieder die Nackten durch die Gegend. Ist das nicht schön? Ich wollte schon sagen, das scheint mir irgendwie verdächtig. Oh, guck mal, ein winzig kleines Truhchen. Was haben wir denn da drin? Ein Schlüssel. Das war mir irgendwie klar. Okay, alles cool. Alles cool. Alles cool. Jetzt kann ich da bestimmt die Tür hier mit aufschließen, oder? Ja, war mir doch klar.
Och nö. Da liegen Leichenteile um den Schrank. Ist da was hinter? Nö. Ist ja oft so, dass die das hinter Fässern verstecken. Oh Mann, ich weiß genau, da kommt gleich. Na okay, vielleicht auch nicht. Nee, okay. Ah! Scheiße! Alter, Alter, nein! Und ich schließe mich auch noch mit dem Ding ein. Du siehst mich nicht. Doch, du siehst mich. Nein, nein, nein. Alter, 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 Alter. Nein. Der Schlüssel ist in der Nähe. Ich sollte vielleicht mehr Zeug finden. Lass mich in Ruhe. Alter Schwede. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hä? Was macht's denn? Ist das Ding bescheuert? Das Ding ist echt bescheuert. Hallo? Ja, das Ding ist echt blöd. Schaut es euch an. Ah! Okay. Ja, komm, dann töte mich. Töte mich! Töte mich! Okay. Oh Mann! Aber wie fies, ne? Das Ding ist nicht da. Erst wenn ich den Schrank komplett geöffnet habe, kommt's raus. Du darfst nicht aufgeben. Ja, wie oft habe ich das schon hier gelesen? Das ist doch alles Humbug. Oh, und wieder Flashbang ins Auge. Oh. Immer diese weißen Überblenden, das ist wirklich Absicht, um alles dann im Nachhinein noch dunkler erscheinen zu lassen, glaube ich. Dass die Augen wieder so ein bisschen sensibilisiert werden an die Helligkeit. Und dass man im Dunkeln wieder alles besser sehen soll. Was ist das denn? Ah, okay. Ich dachte schon, ich muss Dosen werfen spielen. Was? Maschinenraumschlüssel. Warum sind die denn alles Maschinenraumschlüssel? Das ist doch gar keine Maschine. Oh, und hier fliegt das Bild von der Wand. Was soll das denn hier? Okay, und da ist mein Öl leer. Super. Und ich habe keins mehr. Nein. Naja. Oh Gott. Ein Ladescreen. Die sehen wir komischerweise in der Aufnahme dann später nicht, habe ich festgestellt. Also dieses Laden. Was ist denn hier los? Okay, clever. Guckt euch das mal an. Der hat die Stühle, der Modder, ineinander gestapelt. Lass die ganze Zeit rumspacken jetzt. Das ist nicht doof. Okay, jetzt ruckelt's kurz. Deswegen wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, ja. Oh, und da wird schon wieder rot. Moment nochmal. Ah, Leute. Ja, ich muss mich die ganze Zeit räuspern. Entschuldigung, ich habe wieder Kaffee getrunken. Und deswegen habe ich die ganze Zeit wieder Frosch im Hals. Das ist ekelhaft. Aber es gibt ja nichts sonst, was einen großartig wach macht. Was? Oh Gott, der Sound eben. Okay. Mache ich mal ein bisschen Licht im Ofen. Oh, da ist ein Note. Oh, große Menge Öl. Große Menge Öl. Oh, geil. Geil, geil, geil. Ah, ich hab's doch gewusst. Da ist doch was. Nimm ihn dir. Nimm ihn dir. Ich klicke jetzt einfach wild mit der Maus. Okay, ich hab ihn. Okay. Ich hab den Schlüssel. Gehen wir weg. So. Was haben wir da drin? Gar nichts. Oh doch. Taler. Na gut, dann lesen wir doch mal die Notiz. Sehr gut gemacht. Der erste Teil war sehr einfach, aber glaubst du, du kannst es weiter durch den nächsten Teil dieses Hauses schaffen? Ich hoffe doch. Dieses Licht, das ist total unnatürlich. Das breitet sich viel zu wenig aus. Okay. Haha, ich hab's mir schon gedacht. So. Hallo? Hallöchen? Oh Gott, das sieht mir nicht gut aus. Oh, dieses rote Licht, Leute, das tut mir echt weh in den Augen. Oh. Nein, ich weiß genau, wenn ich da jetzt durchlaufe, dann kommen wieder Zombies aus den Schränken. Okay, okay, okay. Ich laufe einfach durch. Was? Die haben gegrunzt. Was ist das denn? Das ist aber eine Menge Vernunftstrank. Das waren doch bestimmt ein paar Liter. Na, kann ich auch gebrauchen, oder? Euch das mal an hier. Die mit der Riesenschnauze. Weg mit dir. Was ist denn dieses rote Licht? Total unnatürlich und ekelhaft. Okay, die Tür ist zu. Die ist auf. Okay. Ja, diese Bücher immer, das sieht schon.
Okay, da ist immer das Tintenfässchen aus dem Regal gefallen, warum auch immer. Oh, da sehe ich doch was. Das ist doch ein Brecheisen, oder? Ah! Ich werde hier nie wieder was aufheben. Nie wieder. Nie wieder. Okay. Kann ich hier die Höhe vielleicht mit dem... Hey. Tatsächlich. Wer kommt denn auf so... Och nee, nicht schon wieder ein Schrank. Irgendwie habe ich in diesem... Ah! Ja. Ich weiß schon warum. Ich habe in dieser Custom Story irgendwie Angst vor... Schränke. Alter! Hier platzt die ganze Zeit irgendwas. Ich weiß, wie gesagt, schon warum... Na... Okay. Ich weiß schon, warum ich da keinen Bock drauf habe auf Schränke. Wirklich verstecken kann ich mich jetzt hier nicht. Oh, guck mal. Chirurgische Nadel, oder? Ne, eine Hodelnadel. Die kommt ja immer wieder zum Einsatz in allen möglichen Custom Stories. Okay. Ach so, Moment, da war doch eben noch was. Ich habe mich doch verguckt. Ja, es muss einen Schlüssel geben. Okay, da hört es wohl auf. Was haben wir hier? Ah, wer hätte es gedacht? Hohle Nadel, vielleicht? Ja. Na klar. Okay. Oho. Die Truhe hat keinen Boden und einen Schlüssel. Nein! Was ist jetzt schon wieder los? Ah! Ah, Zombies! Zombies! Zombies, Zombies, Zombies! Bitte, bitte, bitte. Lass mich die Tür aufschließen können. Ja. Oh, oh Mann. Gleich drei Stück auf einmal. Ja, toll. Oh, Leute. Oh, die Tür sieht irgendwie komisch aus. Ja. Ja, ja, ja. Was ist das denn für eine Verarsche? Das ist eine Tür in der Wand. Also an der Wand gelehnt. An die Wand gelehnt. So. Was ist da los? Eine Notiz. Ein Tipp für dich. Oder ein Key-Tipp. Lese einige Notizen, um den Schlüssel zu finden. Aber sei vorsichtig. Ein Brute, also ein... Ja, so ein Zombie wird erscheinen, wenn du die falsche Notiz aufhebst. Hahaha, das ist ja schön. Okay, da liegen... Ja, gut, dass es nicht viele gibt, ne? Da ist noch eine, da sind zwei. Da sind noch mehr. Was haben wir hier? Ja, und dafür brauche ich wohl einen Schlüssel. Aber hier, das sieht so hell erleuchtet aus. Kann ich da irgendwas? Nein, alles verschlossen. Okay, wo fangen wir denn an? Ich fange hinten an, dann kann ich vielleicht schnell wegrennen, je nachdem von wo er kommt. Oh Gott, hier war da falsch, oder? Da stand nichts drauf. Was? Key, Schlüssel. Wenn du den Schlüssel suchst, er ist unter dieser Notiz. Ja, cool. Okay. Ha, das war richtig. Direkt die zweite, geil. Okay. Mal gucken. Na, kann hierfür nicht verwendet werden. Verdammt. Okay. So, dann machen wir mal. Hier geht's. Sehr gut. Sehr gut, hier geht's. Doch. Oh Gott. Oh ja. Ja, ja, da ist wieder alles rot. Ich freue mich ja drauf. Ah! Was? Faceplant in die Wand. Und da hängt er nun. Über diese Nackten. Warum sind die ganzen Models hier immer nackt? Ich frage mich, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Okay, die Tür ist zu. Steht ein Tor so. Okay, Also ganz schön viel Glibber auf dem Boden von den Pilzen hier, oder was? Was ist da los? Ah! Alter! Was ist das für ein Glitch? Das ist der Troll. Guckt sich an, diese Arme. Die Schlackerarme, das ist... typisch Troll. Stopp! Ich bin so enttäuscht. Du hast bis jetzt noch nicht du bist bis jetzt noch nicht gescheitert. Lass es uns etwas lustiger gestalten. Ich will's nicht noch lustiger. Oh, ein Schlüssel, guck mal. Also wenn du das mit lustig meinst, dann hast du den Effekt erzielt, den du wolltest. Sieht schon komisch aus. Okay. Na, machen wir Platz, du Troll. Trolla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 . Oder so. Wer es noch kennt, The Dark Room. Was ist jetzt los? Lauter Kisten. Oh, da sehe ich doch schon den Schlüssel. Da sehe ich ihn doch schon. Mach mal Platz, ihr. Ah, wer stellt denn sowas hier aufeinander? Was hat das denn für einen Sinn? Lalala, ist nichts passiert. Alles gut. Es ist nur eine Kiste geplatzt. Passiert ja öfters. Wer es nicht kennt, sowas. Von zu Hause. Maschinenraumschlüssel.
Und der matscht da vorne immer noch rum. Matsch, 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 matsch. Ah! Was? Nein! Hinter mir! Nein! Nein, 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 ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Da haut er schon die Tür ein. Okay. Mach doch auf! Ja, okay, okay. Ah! Nein! Okay, 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 okay. Da geht's in Haus. Da geht's. Okay. Oh. Oh. Alles klar, ich hab's geschafft. So, was ist an dem Schrank? Oh, guck mal, da hängt da was. Ne. Okay, ist wohl ein Bug. Wie hell es hier halt mal ist, ne? Die Notiz, die werde ich gleich lesen. Ich will erstmal noch. So, dale. Oh, ein Klavier. Und ich kann nicht spielen. Potato! Kann ich die? Ja. So. Okay, lesen wir doch mal. Was steht denn hier? Du hast gewonnen. Wenn du das hier liest, dann bist du zu Hause. Dann hast du gewonnen und ich habe versagt. Vielleicht nächstes Mal in House of Creep 2? Okay, ja, ich würde sagen, es geht hier, glaube ich, nicht mehr weiter, oder? Oh, wie hell das halt mal ist, ne? Oh, meine Augen tun weh. Na gut, Leute, dann war's das wohl mit dieser Custom Story. Ich bin mal gespannt auf Teil 2 eventuell. War schon ganz lustig, also nicht so wirklich Schocker, sondern mehr so die Schreckmomente waren schon ziemlich krass. Na gut, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal mit Amnesia, einer weiteren Custom Story.